Willkommen bei einer neuen Folge mit der Axt im Walde. Was ist neu in the Forest in der Version 0.36? Ja, haben wir auch schon B. Ist ein bisschen was nachgefummelt worden. Ja, nicht gerade tragisch. Und ich sag auch mal, hier in dieser Version ist genauso viel neu wie auch in der letzten. Ja, Haufen Kleinigkeiten hier mit Audiotexturen, Modelle und. Ja. Wie immer bitte bei uns dann im Forum am besten nachlesen, gibt's die komplette Liste. Haben wir jetzt auch angepasste Menüs, ja, Optionsmenüs zu dem neuen Design. Wir haben das letztens hier kennengelernt. Das neue Design sieht ein bisschen anders aus. Neues tolles Hauptmenü mit auch Todesbildschirm und was weiß ich. Ja, so sieht jetzt das Optionsmenü aus. Man steigt hier im Bereich Grafik ein. Ja, das ist auch einseitig. Hier gibt es nichts zu scrollen und auch nicht links, rechts oder sonst wo weiterschalten. Also jeweils im Optionsmenü ist das eine Seite. Ja. Möchte ich hier zum Beispiel auf den Punkt Gameplay, muss ich das unten, ihr habt das vorhin kurz beobachten können, umschalten. Kommen hier zu den einzelnen Möglichkeiten, Tonanpassungen, was werden mir angezeigt werden, wie sensibel ist die Maus unterwegs und kann auch dann die Kontrolle umstellen. Ja. Das ist wiederum ein eigenes Menü. Ja. Keyboard, Maus, Gamepad, Save, Cancel und ein bisschen rauf und runter scrollen. Schick. Ja. Einseitig, nicht vergessen. Ja. Man möchte hier unten oft, so ging es mir am Anfang, teilweise geht es mir auch noch immer so, hier unten runterscrollen oder sonst was, weil die Optionen hier nicht auftauchen. Ist ein bisschen ungewohnt. Ja, gehen wir auch wieder mal Continue und ich habe mich aus einem guten Grund hierher gestellt, denn auch wenn ich hier mit C auf Speichern mache, sieht das Speichermenü so aus. Bleiche Bilder und ein bisschen ausgebleichtes Gesamtbild. Ja, da muss noch nachgebessert werden. Aber das bekommen die Entwickler schon hin. So. Ja. Eine Änderung. Ich meine, ich weiß nicht, was das genau ist. Die Entwickler haben hier angegeben, es gibt einen neuen Kunstgegenstand oder irgend sowas in die Richtung. Ja, also nicht unbedingt was großartig Interaktives, kann auch ein Story-Element sein. Das weiß man noch nicht. Aber die haben den einen angegeben und gemeint, den Text haben die entfernt, was das ist, aus Spoilergründen, ja. Das heißt, wir haben hier ein Element neu mit dieser Version im Spiel drin, das jetzt erstmal unbekannt ist, bis das Ding jemand findet. Ja, das heißt, suchen, sammeln, rausfinden und auseinanderdividieren, was kennen wir schon und was kennen wir noch nicht und was ist neu und was, ja, ihr wisst Bescheid. Ja. Kommen wir auch, hier direkt nach dem neuen Optionsmenü mit dem neuen Speicherbild, das in den Patch Notes nicht erwähnt wurde. Optionsmenü ja, Speicherbild nein. Und nach dem ja nicht bekannt gegebenen Spoiler-Kunstgegenstand direkt zu der ersten interaktiven Neuerung, die eines voraussetzt. Ja, denn die Entwickler haben hier fünf neue Zeichnungen von Timmy eingebaut. Ja, Timmy, wir wissen noch immer nicht, wo er ist. Aber er lässt uns fünf neue Zeichnungen hier, die wir finden können. Ne? Eins davon sieht zum Beispiel so aus, ja, oder auch nicht, weiß man nicht, ist mir ja auch egal jetzt erstmal. Denn die neue Funktion, die hier mit den neue Funktion, es ist doch ein bisschen komisch, ja, nicht ganz ernst zu nehmen. Mit den neuen Zeichnungen, ich kann die hier an Wänden dran pappen. Ja, das funktioniert hier, das funktioniert an der Abwehrstachelwand. Ja, bedenkt auch hier drüben ein Häuschen und da drüben haben wir auch noch ein Baumhaus. Ja, das heißt, ich gehe hier ran, kann mir eine Position auswählen. Ja, das sieht man mit dem Symbol. Und mit der Taste C pappe ich mir das hier dran und ich sag mal, Mann, siehst du zerknittert aus. Ja, na gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber ich, ja gut, da haben wir jetzt vielleicht ja, Tageszeit, Belichtungsproblem, sonst sieht das ganz schick aus, wenn das hier wirklich vollgehend beleuchtet wird. Ja. Das funktioniert auch hier drin, allerdings nicht wie erwartet. Ja. Auf dem Dach oben ist das möglich. An den Wänden ist es das nicht. Ne? Hier? Ja. Da geht nix. Gucke ich aber rauf, kommt hier gleich mal Taste C. Ja, so habe ich das hier oben auch dran gepackt. Genauso wie das andere hier. Ja, reingeklapptes Teil da. Und ja, besuchen wir auch mal unser neues schickes Baumhaus, Häuschen.
Und auch hier finden wir dasselbe Phänomen vor. Nichts geht an den Wänden, wohl aber auf dem Boden. Ja, es wird immer kurioser, ne? Und auch hier oben. Ja, einmal hier reinpappen. Ja, da oben klebt er jetzt drin, auch ein bisschen schwebend. Wobei ich mir, wenn ich jetzt gerade mal so hingucke, gar nicht mal ganz sicher bin, ob das eigentlich hier an das Baumhaus gepappt ist oder nicht an irgend so einen Tannenzweig. Ah, da bekomme ich auch einen Zweig. So, hier unten auf dem Boden rumtrampeln, ne? Oh Mann. So, da klettern wir auch mal wieder runter. Ja, Baumhaus ist beschädigt, ja. Na, ist mir jetzt aber Wurst, das brauchen wir nicht. Ja, Kannibalen habe ich auch schon langlaufen gesehen, meinten aber erstmal kreischend weiterlaufen es hier. Ja. Vielleicht gibt's auch irgendwo gratis Pizza auf der Insel. Ja, man weiß es nicht. Dann würde ich das verstehen. Wir kommen auch zur nächsten Änderung, zur nächsten Neuerung. Ich sage immer Änderung, Neuerung. Meistens meine ich gar nicht eine Änderung, wenn ich Änderung sage, und Neuerung, wenn ich Neuerung sage. Aber irgendwas von all den neuen und geänderten, gefixten und fehlerbefreiten Teilen ist es immer. Also sagen wir stellvertretend, ist es immer eins von diesen Worten, das eigentlich alle Worte gleichzeitig abdecken soll. So, wir holen uns hier die Plattform. Ja, hier, Plattform. Die kennen wir alle. Ja, die Plattform hat jetzt eine neue Funktion. Nämlich, wenn ich die Plattform zu einem der größeren Felsen, ja, das sieht man von außen nicht gleich, ob das jetzt einer von diesen größeren Felsen ist. Ja, das heißt, man muss es ausprobieren. Nah heranführe, kann ich hier so eine, ja, ihr seht, das ist schon ein bisschen zappelig und zappelig hier. So, komm mal hier rüber, du. Das ist meine Fresse. So, komm. Ja, nein, ja. So eine sogenannte Felsenseitplattform bauen. Ja. Die verbraucht laut den Entwicklern weniger Ressourcen als eine normale Plattform. Komm jetzt durch Menü. Ja. Und besitzt auch 3 Ankerpunkte. Ja. Ja. Die bauen wir auch jetzt mal, die Felsenseitplattform, weil die seitlich an Felsen dran gepappt wird. 6 Stück Baumstamm. Ja, warum wird sich der eine oder andere fragen, so vorsichtig hier runter. Ja, ihr seht das hier unten. Da hat so drei einzelne Baumstämme, die das ganze Gerüst eigentlich abstützen. Ja, und wenn ich jetzt lustig bin oder sein möchte. Ja, so. Sieht man jetzt gerade mal eben schlecht, ne? Nee, doch, da ist das. Im Wasser geht das. Ich habe hier vorne dran, wo jetzt gerade das Symbol mit dem Mistkübel und R ist, hast du R? Da habe ich drauf geklickt, da ist das dran befestigt. Und hier könnte ich jetzt irgendwo hin so ein, ah, so eine Brücke bauen. Tu ich aber nicht. Das heißt, links, vorne und rechts gibt's wohl hier diese Ankerpunkte. Ja, die Befestigungspunkte, wo sich das Zeug befestigen lässt. Zu einer anderen Plattform. Von dieser Low-Cost-Plattform hier weg. Ja. Ja, den einen oder anderen mag das jetzt hier verwundern, was da los ist. Nee, ich zeige euch noch was anderes. Ihr seht ja hier vorne, das ist mir aufgefallen. Ja, sieht hier ganz matschig aus, mein Haus. Ja. Gefällt mir gar nicht. Ist mir vorhin, wie gesagt, zufällig aufgefallen. Und ich gehe ein paar Schritte nah dran. Ja, so. Und dann geht das. Und dann ist wieder matschig und dann geht das. Hier kommt mir das vor, als wären wir hier zurück in den 90ern. Ja, wo zum ersten Mal Spiele, die hauptsächlich auf Polygone aufbauten und diese auch texturiert anboten. So kommt mir das hier vor. Und dann gehe ich einen Schritt ran und dann sind wir hier wieder 2016. Ja, 1995. 2016, nee, 1995, dann noch gar nicht, oder doch? Nee, das war viel zu früh. Egal, hier kommen wir auch zu einer tollen Neuerung, ja. Das Teil heißt hier jetzt nicht mehr Steinwerfer. Ja, intern war das ja auch nur der Steinwerfer. Offiziell ist das das Katapult. Das ist es auch noch immer. Ich weiß nicht. Hier, wo war denn das? Übersehen? Nee, ohnehin dran. Oh, hier ist das Katapult. Heißt noch immer Katapult. Aber die Entwickler sprechen hier von Steinwerfer. Und jetzt in der neuen Version, ja, den Steinwerfer gibt's nicht mehr. Es gibt einfach nur den Multiwerfer. Der Multiwerfer hat Folgendes. Ja, dem schlauen Beobachter ist das jetzt hier aufgefallen.
Vergleichsbild ist auch da. Das haben wir ein bisschen abgeändert. Wir haben hier eine Y-Gabel, statt hier so einen dicken, dicken. So, ja, wir können Steine reinpappen. Das kennen wir aus der letzten Version, habe ich euch vorgeführt. Die Entwickler sagen jetzt so ziemlich, jeder Gegenstand, der sich in der rechten Hand im Spiel halten lässt, kann hier geladen werden. Ja, so, ja, merkwürdig das auch erscheinen mag. Beine, ja, gut, so Knochenschädel ist eine Sache, aber Beine, Arme, allerhand anderes Zeug kann hier wirklich weggeworfen werden. Ja, ich nehme auch mal so ein Ding, geh da hinten ran. Ja, lad die auch mal rein. So, haben wir genug. Nehme ich das Zeug, dann wird das vollgeladen. Ja, kann ich steuern wie immer. Hier Fadenkreuz vorne und los geht's. Oh, weg ist das Zeug. Oh, da kommt auch schon der Erste. Ja, beschießen wollte ich ihn jetzt eigentlich nicht. Ja, sorry, Bro. Oder weiß nicht, wie man hier heutzutage zu den Leuten sagt. Die man noch nicht kennt. Ja. Und natürlich geht das Ganze auch mit Molotow-Cocktails. Während unserer, wie heißt der, Protagonist, ne, ist das, während der freundliche Herr hier direkt mal was anzünden möchte, machen wir das nicht. Und ja, so, ja, tun mir leid, musste ein bisschen sprengen. Ja, ihr seht, das hatte auch einen Grund, das ging wirklich nicht mehr ganz klar. Ja, sind auch immer irgendwie die gleichen zwei oder drei, die hier langlaufen, ne? Hier einmal die dünne Grete hier mit einer anderen Furie und der knochige Typ hier, ja. Die geben mir auch immer irgendwie keine Ruhe. So, kommen wir zum Punkt, ja. Ich habe das hier vorhin mit Molotows beladen, ja. Gleich vorweg, wir versucht hier das Zeug anzuzünden, das klappt nicht, ja. Muss man auch gar nicht. Das funktioniert gleich mit den Bomben und anderen explosiven Zeug hier, Molotow-Cocktails. Ich lade das, suche mir aus, wo das hin soll, drück hier ab und los geht's, ja. Und dann brennt der Laden hier vorne. Ja, ist auch vorbei. Und dem nicht genug, meine Lieben. Ja, den neuen sogenannten Multiwerfer, respektive Katapult, den kann ich jetzt nicht nur beladen mit mehrem Zeug, sondern, ja, ist auch noch eine Neuerung. Das wird den einen oder anderen freuen. Und ich sag mal, vor allem den Experimentierer, Abenteurer und den verrückten Herumfahrer. Ja, ihr seht das richtig. Auf dem Floß lässt sich jetzt wunderbar ein Katapult bauen. Das heißt, ich kann hier rausfahren, irgendwo schön. Ja? Hab hier hinten, was ist das? Ein Arm, ein Bein, was weiß ich denn? Ich stelle mich auch hier hin, ja, zwei Beine. Ziel hier ordentlich auf den Strand und sag. Oh Mann, okay. Ja, man darf das nicht ganz ernst nehmen. Und ja, da vorne liegt das Gebein. Ja. Ja, ist wirklich nicht ganz ernst zu nehmen. Packen wir aber wieder ein. Oder auch nicht. Dann packen wir das nicht ein. Gut, gut, gut. Sag mal, das ist soweit alles. Bis auf eine Sache. Und dazu treten wir eine Reise an. Wir sehen uns in Kürze. Nämlich die Reise zum großen Loch. Und wie hier dem einen oder anderen direkt mal auffällt, das sieht ein wenig anders aus hier. Ja, das ist auch so. Sieht nicht nur so aus, sondern ist auch so, dass es tatsächlich so aussieht. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Die Entwickler haben hier nicht nur die Oberseite ein bisschen neu gemacht, um zu verhindern, dass das Reinfallen in das große Loch viel leichter vonstatten geht, als man eigentlich, ja, möchte, dass man gleich reinfällt, sondern das komplette Loch auch freigegeben. Na, ihr seht das. Ich könnte jetzt hier runter. Die Entwickler meinen das wirklich. Die haben das wortwörtlich so angegeben. Wer möchte, kann hier in den frei in den Tod runterspringen. Ja. Soweit ich weiß, lässt sich hier auch klettern. Ich habe das noch nicht probiert. Ich bin auch zugegeben nicht so der große Kletterfreund. Ja, da drüben habe ich mal hier so eine Plattform ausgebaut, ausprobiert, angebaut, ausprobiert. Ihr seht das, ne? Hier.
wollte das erstmal hier probieren auf einem der sogenannten großen Felsen, da ich ja nicht wusste, was ist jetzt hier so ein sogenannter großer Fels, ja, wie groß muss der sein? Und auf so mittleren Teilen ging das nicht gleich gut. Und da habe ich das erstmal direkt hier probiert, um natürlich jetzt auszuschließen, dass ich einen Blödsinn mache. Und grundlegend mit der richtigen Plattform auch probiere, hier diese neue Funktion zu machen. Ja, gut, auf jeden Fall zurück zum großen Loch. Das ist jetzt freigegeben, Oberseite überarbeitet. Man kann sich töten, wenn man reinspringt. Unten sind ganze Haufen Gegner. Ja, das wollt ihr noch nicht wahr gehabt haben. Reinkommen tut man eben über runterspringen, laut den Entwicklern auch über das Klettern. Oder aber von innen über eine der großen Türen, der Metalltüren, die es ja gibt. Ja, das soll es auch einen Ausgang geben. Jetzt unten rein irgendwo, ja, zum Ausprobieren. Ich habe das noch nicht so alles ein bisschen reingeflogen und so, aber das war es dann schon gewesen. Und man kann da drin jetzt bauen. Ja. Ihr seht, das sieht vielleicht auch ein bisschen sauberer aus. Das ganze Gestrüpp ist nicht mehr da. Ja. Ja, und dann kann man auch drin bauen. Das heißt, ich kann mir hier eine Speicherhütte machen, von mir aus eine Treppe runter. Ja. Kannibalen-Gegnerchen besuchen. Ja. Und das war's auch wieder mit den ganzen Neuerungen und Änderungen hier aus Version 0.36. A, B, ja, C gibt's noch nicht. Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Von The Forest. Ja, das ist mal wieder gewesen. Die Axt im Walde, die hier einfach unkoordiniert durch die Gegend läuft. In was ist neu in The Forest in der Version 0.36. Bis zum nächsten Mal in 3 Wochen. Tschüss.